Wir haben Bundeskanzler Sebastian Kurz heute natürlich ins Studio eingeladen. Er hat aber abgelehnt. Ich freue mich nun, den früheren Verfahrensrichter Eduard Strauß, der im BVT-U-Ausschuss tätig war, im Studio begrüßen zu dürfen. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Dr. Strauß, der Bundeskanzler wünscht sich, wir haben es gehört, eine Untersuchungsausschussreform und hätte gerne professionelle Befragungen durch Richter. Die gibt es ja bereits, der Verfahrensrichter beginnt ja jede Befragung im Untersuchungsausschuss. Sollte das ausgedehnt werden? Das ist eine politische Frage, die ich nicht beantworten will von dieser Seite, weil das wirklich die Frage ist, wie strukturiert man einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss? Will man den Richter als Vorsitzenden zum Beispiel haben, damit er also hier die Leitung übernimmt, oder will das das Parlament selbst tun? Diese Entscheidung wurde 2015 getroffen in der Verfahrensordnung für Untersuchungsausschüsse und da heißt es eben, dass das das Parlament selbst macht. Zurzeit ist es so, dass der den Vorsitz im Untersuchungsausschuss der Präsident oder ein anderer Kollege aus dem Präsidium führt, also die zweite Nationalratspräsidentin oder der dritte Nationalratspräsident. Ja, oder es gibt auch Vertretungsregelungen. Und der Verfahrensrichter mehr oder weniger ein Hilfsorgan ist. Würde es die Debatte versachlichen, wenn die Rolle des Verfahrensrichters gestärkt werden würde? Könnte man überlegen. Es ist ja so, dass der Verfahrensrichter den Entwurf des Ausschussberichtes am Ende verfassen darf mit seinen Hilfskräften. Und immer wenn ich ein Urteil machen will oder einen Bericht verfassen will, dann ist es mir natürlich recht, wenn ich auch mehr Einfluss habe auf das Geschehen, auf den Ablauf und auf das, was da herauskommt. Jetzt haben wir gehört, sowohl die Opposition als auch zum Beispiel Vertreter der ÖVP sagen, das sei eine Show. Da geht es sehr viel um Parteipolitik. Ist eine Versachlichung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses überhaupt das letzte Ziel? Oder ist es nicht vielleicht auch ein Mittel, das es einfach in solchen Untersuchungsausschüssen auch braucht? Es ist wieder eine politische Frage, was man mit einem Untersuchungsausschuss erreichen möchte. Wenn es wirklich um sachliche Fragen gehen soll, dann wäre die Versachlichung ein gutes Mittel. Wenn es um politische Auseinandersetzung gehen soll, dann tritt die Versachlichung in den Hintergrund. Sie haben viele Stunden in Untersuchungsausschüssen verbracht. Gegen den Bundeskanzler wird er gegen Falschaussage ermittelt. Er selbst hat immer wieder gesagt, er hat sich da unter Druck gesetzt, gefühlt in diesem Setting. Bei dem Klima im Untersuchungsausschuss ist das Klima bei einer Befragung im U-Ausschuss tatsächlich so heftig, dass sich da Auskunftspersonen unter Druck gesetzt fühlen können? Also in dem einen Untersuchungsausschuss, bei dem ich hilfreich sein durfte, war es, glaube ich, nicht so, da war niemand wirklich unter Druck. Und was immer ich als Verfahrensrichter dazu tun konnte, diesen Druck rauszunehmen, habe ich getan. Man hat mir vorgeworfen, ich sei harmoniesüchtig. Das kann schon stimmen, aber das war sehr gut. Jetzt gab es auch heute wieder sehr, sehr lange Geschäftsordnungsdebatten. Das ist ein Phänomen, das wir gerade bei diesem Untersuchungsausschuss besonders oft sehen. Da geht es besonders oft darum, ist eine Frage zulässig, ist sie nicht zulässig. Darüber wird dann sehr, sehr lange diskutiert. Das führt dann auch dazu, dass die Zeit natürlich abläuft. Muss das so sein, dass jede Frage ganz genau geprüft wird? Das heißt ja auch am Ende, dass ich nicht so viele Fragen durchbringe. Ja, das ist leider so. Weil es ist so strukturiert nach dem Gesetz, dass man wirklich jede Frage abklopfen können muss, ob sie im Untersuchungsgegenstand Platz findet, ob sie gestellt werden darf, ob sie unterstellend ist, ob sie das und das. Ja, das muss es sein. Ja. Das gehört dazu und wird man wahrscheinlich auch nicht anders lösen können? Das gehört dazu, das wird man nicht anders lösen können. Es sei denn, man reformiert so, dass man wirklich dem Verfahrensrichter eine vorsitzendenähnliche Stellung gibt. Weil dann weiß er ja, was er fragt und was er fragen darf. Aber wie gesagt, das ist bei uns nicht so. Der Verfahrensrichter hat schon auch gewisse Rechte in Österreich. Die werden nur nicht immer ganz genützt. Halten Sie das für ein Problem? Ein bisschen, ja. Genützt. Es wird nämlich nicht das genützt, was die Verfahrensordnung hergibt, nämlich die Einbindung des Verfahrensrichters laut dem Gesetzestext ist immer so formuliert, dass also im Einvernehmen mit dem Verfahrensrichter ist ein Arbeitsplan festzusetzen, ist die Reihenfolge der Befragung festzusetzen. In der Praxis habe ich es erlebt, dass man einfach einen
Zettel bekommt, wo drauf steht, wer wann drankommt, und das ist es, da hast du es. Es wird nicht vorher gefragt, ist das gescheit, sollen wir das so machen, wie wäre die Abfolge, wie brauchen Sie die Abfolge zur Abfassung des Berichtsentwurfs oder so. Das hätte ich mir gewünscht, dass man also gesetzeskonform mehr eingebunden ist in die Gestaltung des Ablaufs. Jetzt gibt es ja schon eine ganze, ganz unterschiedliche Strukturen an Schiedsgerichten und an Möglichkeiten, wie Konflikte im Untersuchungsausschuss gelöst werden können. Bei diesem Untersuchungsausschuss ist ganz stark eine neue Möglichkeit dazugekommen, nämlich zuerst die Anrufung an den Verfassungsgerichtshof und jetzt auch die Exekution dieses Erkenntnisses durch den Bundespräsidenten. Wie wir am Abend erfahren haben, wurden die Daten im Finanzministerium mittlerweile auch schon sichergestellt und werden bereits überprüft. Aber ist das der Weisheit letzter Schluss, dass es den Bundespräsidenten und ein Höchstgericht braucht, um eine Frage der Aktenlieferung im Untersuchungsausschuss zu klären? Gibt es keine andere Möglichkeit, solche Schiedsgerichte innerhalb des Untersuchungsausschusses abzuführen? Schauen Sie, das ist eine Frage der politischen Kultur. Wenn alle brav mitmachen, dann braucht man das alles nicht. Und das ist jetzt nicht der Fall? Naja, hat man ja gesehen, dass es nicht so war. Sonst hätte man ja keinen Exekutor gebraucht. Es gibt eine weitere Möglichkeit. Es gibt eine sogenannte parlamentarische Schiedsstelle. Das wäre die Volksanwaltschaft. Die kam bisher kaum zum Einsatz, nur in sehr kleinen Einzelfällen. Sollte man vielleicht deren Rolle aufwerten? Wäre das sinnvoll? Je mehr Behörden, je mehr Stellen sie einbeziehen, umso schwerfälliger wird das ganze System. Also ich bin eher dafür, dass man es wieder einschlankt und den Untersuchungsausschuss versachlicht. Das würde ich mir als Richter, als ehemaliger Richter wünschen, dass dieses politische Hickhack und die Kutsche und die Retourkutsche und lädst du diese Auskunftsperson, haha, dann lade ich die und so. Wenn man da vorher mit dem Verfahrensrichter spreche und dann fragt, und der dürfte sagen, ja, brauchen wir denn diese Auskunftsperson überhaupt? Wo wollt ihr hin? Was soll das für den Bericht bringen und so weiter? Wo soll ich hin? Was wollt ihr? Wenn da mehr Kontakt, mehr Besprechung, mehr Abstimmung wäre, wäre das schon was. Also auch ein Appell an die Nationalratsabgeordneten selbst. Ja, sicher. Ja, ich meine, sie sind alle sehr lieb gewesen bei mir und sehr nett und wir haben uns gut verstanden, harmoniesüchtig und so. Aber politisches Kleingeld waschen, das braucht man eigentlich nicht. Liebe und nette Nationalratsabgeordnete, das haben wir selten im ZIP2-Studio. Vielen Dank für den Besuch, Herr Dr. Strauß. Sehr gerne, danke.